Vergessen. Nochmal schnell. Wenn ich Klammern habe in der Gleichung, ist nicht schlimm. Dann sage ich, okay, dann mache ich das so. Ich löse die Gleichung erstmal, indem ich rangehe und sage, eigentlich ganz einfach. Wir multiplizieren zuerst aus. Wenn ich ausmultipliziere, dann ist es eigentlich schon geschafft. Also, ein Häkchen ran machen, drunter schreiben. 3 mal x, 3x. 3 mal plus 4 ist plus 12, ist gleich 5. Und jetzt ist es wieder leicht. Was passiert jetzt? Jetzt nehmen wir wieder die Tippeltappeltour und sagen, okay, da sind die x, die 12 ist weg, minus 12 ist gleich 5 minus 12 ist minus 7. Jetzt teile ich noch durch 3, denn hier steht ja 3 mal in der Stille, das sieht man nicht. Dann ist x gleich minus 7 Drittel. Bis dahin nichts Besonderes. Und wenn die größer aussieht, die Gleichung, ne? Und dann mache ich das eben entweder auf beiden Seiten, wenn ich überall Klammern habe. Hier scheinen ja schon mal jemand ausmultipliziert zu haben, oder es war noch gar nicht so. Erster Schritt wieder ausmultiplizieren. Ich schreibe das gerne mal hin und hier ausmultiplizieren. Das wäre das Wichtigste. So, und jetzt geht es wieder los mit solchen Häkchen dran, damit man nicht vergisst. 5x minus 30 plus 7x. Und 7 mal 8 sind 56. Hier drüben lasse ich so stehen. Jetzt passiert nichts weiter. Zusammenfassen. Ruhig dahinter schreiben. Schadet nichts. Weiß man später, was man gemacht hat. Durch Unterstreichen mit Vorzeichen sehe ich, wer heißt hier x. Die beiden zusammen ergeben 12x. Die muss ich nicht unterstreichen. Die zusammen als plus 26. Hier drüben schreibe ich es wieder hin. Nicht weglassen, Leute. So, jetzt gucken. Wo sind mehr x? Hier sind mehr. Dann nehme ich die wenigeren. Also minus 9x. Dann habe ich hier bloß noch 3x. Hier habe ich meine 26 stehen. Hier habe ich bloß noch meine minus 9. Achtung. Plus 26 stört. Gegenteil ist minus 26. Nichts weiter Schlimmes. 3x bleibt hier stehen. Minus 9 und minus weitere 26. Kann man sich wie auf dem Thermometer vorstellen. Es ist minus 9 Grad kalt ist und die Temperatur fällt über Nacht nochmal um minus 26 Grad, macht insgesamt minus 35. Ich teile durch 3. Wenn die 3 hier drüben muss weg. X ist, und jetzt einfach hinschreiben, minus 35 Drittel. Das kann ich dann gerne noch in irgendwann wandeln, aber Leute, gebraucht die Brüche und nehmt die Brüche einfach weiter so. Gut, ja, ich werde jetzt hier noch ein paar Verweise anfügen, also hier unten dann, ne? Und dann kann man Verweise zu anderen Videos zum Thema Bruchrechnung oder zum Thema Gleichung lösen und so weiter, und dann ist man durch. Ja, das war's. Viel Spaß beim Üben. Der Spaß kommt dann, wenn man es kann. Also, wünsche ich euch.